Hallo zusammen, Eizocki hier. In diesem Video zeige ich euch das Bonusziel Herausforderung des Champions. Spielt sich ab in der Savalek-Höhle, in diesem Gebiet. Und wir sollen Herausforderung des Champions meistern. Dafür einfach hier hinlaufen, wo das Bonusziel ist, logischerweise. Und hier dürft ihr diese Gewichte benutzen. Und jedes Mal, wenn ihr die Gewichte benutzt, steigern hier die Prozente bei Richter Vogul. Ihr müsst so lange Gewichte heben, bis ihr auf 100% kommt. Beziehungsweise das zählt auch für die Spieler außenrum. Das heißt, je mehr Spieler hier sind, umso schneller ist dieses Bonusziel erledigt. Wenn ich mich nicht täusche. Bin hier auf dem PT und kann nicht so viel testen. Deshalb hoffe ich, es stimmt das, was ich sage. Bin jetzt schon bei 36%. Das spawnen auch Gegner, die darf man dann besiegen. Die nehmen einem die Gewichte weg. So, der ist kaputt, der war auch. Den ziehe ich zu mir, ist auch gleich kaputt. Und jetzt sind die Gewichte wieder da und ich kann sie wieder benutzen. Was ich jetzt noch testen kann, ob diese Gegner die Prozente auch dazu zählen. Das habe ich jetzt nicht dran gedacht, bevor ich sie getötet habe. ...46%. Einmal heben, mal schauen, wie viel einmal heben gibt. 1, 2, 3, 4, 5%. Gibt es hier verschiedene Gewichte? Steingewicht, Steingewicht, Steingewicht. Also müsste ich mit dem auf 56% kommen. Ja. Oh, jetzt ist einer da. Ja, nehmt Gewichte. Steigt es. Eventuell steigt es mehr, wenn ich es auch benutze. Ne, steigt nicht mehr. Also muss ich jetzt noch knappe 10 Mal diese Gewichte hochheben. Ja, ich werde mal weitermachen. Ich denke mal, ist nicht mehr. Ich denke mal, ich konnte euch damit zeigen, wie dieses Bonusziel funktioniert. Und ihr es mit diesem Video auch schafft. Wie gesagt, einfach Gewichte benutzen, bis der hier auf 100% kommt. Falls euch mein Video auch helfen konnte, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und falls ihr wollt, könnt ihr noch in die Kommentare schauen. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.